Obwohl es schon 12 Uhr abends ist, habe ich mir erstmal einen Kaffee gemacht und ich würde sagen, Kaffee geht immer. Weiter geht's nach dem Intro bei GTA 5. Alter, was eine Anmoderation. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Beim letzten Mal haben wir die Dom-Mission gemacht und sind hier irgendwo in der Pampa rausgekommen. Jetzt wollte ich gerade mal schauen, dass wir hier die falsche Mission machen. Dafür müssen wir allerdings von oben dran, glaube ich. Wir waren jetzt von unten dran gegangen hier und da kommen wir die Felswand nicht hoch, deswegen müssen wir andersrum. Mir ist gerade mal eingefallen, ich habe gerade so spontan über das Leben sinniert. Nee, ich habe gerade mal so spontan darüber nachgedacht, dass mir ja, dass sich immer wieder Leute beschweren, wenn ich bei City Skylines... Huch! Ah, wir werden angegriffen! Wow, holy moly, was war das denn jetzt? Das war irgendein weißes Kätzchen. Sieht aus wie so ein... wie eine Löwin oder sowas, ne? Das sind diese wilden Tiere hier. Man muss in der Wildnis immer ein Maschinengewehr dabei haben, ne? Wenn ihr bei euch in Oberfranken durch den Wald spazieren geht, nehmt auf jeden Fall ein Sturmgewehr mit. Entweder greifen euch irgendwelche wilden Tiere an oder da kommen wieder wütende Frauenmobs mit ihren Walkingstöcken an und verprügeln euch. Insofern solltet ihr immer vorbereitet sein. Alter, jetzt ist mir gerade eine Fliege durchs Bild geflogen. Ich glaub's nicht. Ey, jetzt ist hier eine Fliege im Raum. Wisst ihr, was ich hasse? Wenn ich irgendwas machen möchte, irgendwas Wichtiges, und dann eine Fliege im Raum ist. Vor allem, weil diese Fliegen sind ja auch penetrante Wichser, ja? Die sind ja nicht nur irgendwie daran interessiert, irgendwo rumzusitzen oder gegen die Scheibe zu fliegen, sondern die sind ja vor allem daran interessiert, dir so richtig auf den Sack zu gehen. Und, Alter, muss ich jetzt hier den ganze Pampa durchwandern, oder was? Jedenfalls sind die ja auch daran interessiert, einen komplett abzufacken und dann immer schön auf der Hand zu landen, am besten noch im Gesicht zu landen und kriegen tust du sie auch nicht. So, jetzt habe ich vieles durcheinander. Also erstmal zu dem. Dann zum Kaffee. Ich wette, ich vergesse den jetzt im Laufe des Videos eh und am Ende des Videos fällt mir dann auf, dass ich mir einen Kaffee gemacht hatte. Und dann ist der kalt und kalter Kaffee schmeckt einfach eklig. Außer wenn es Eiskaffee ist. Mein Gott, bin ich heute redselig, sagt man das so? Ich quatsch schon wieder lauter Blödsinn. Aber ich meine, gut, wenn man halt hier auch durch die Pampa latschen muss, dann wüsste ich jetzt gerade auch nicht, was ich euch sonst Tolles erzählen soll. Dann genau, zu dem Anmoderieren mit GTA 5 und Skylines. Also bei Skylines, da habe ich immer mal wieder wiederholt. Beim letzten Mal haben wir das und das und das gemacht. Und dann haben die Leute sich, oder viele Leute oder einige Leute sich immer wieder beschwert und haben gesagt, ich war doch beim letzten Mal dabei, du musst mir das nicht jedes Mal 5 Minuten lang erzählen, was wir letztes Mal gemacht haben. Dann habe ich damals schon erzählt, das ist so ein bisschen so die Tradition wie bei Fernsehserien, wo dann immer... Alter, diese Fliege, wo dann immer erzählt wird, previously, also zuletzt bei bla bla bla. Und dann wird nochmal zusammengefasst, was in den letzten paar Folgen so passiert ist. Für die Leute, die einfach mal random im Fernsehen zum Beispiel reinseppen oder länger nicht geschaut haben. Gott, wir müssen aber jetzt wirklich hier, also hallo. Na gut, ist nur noch die eine Kurve da, die machen wir noch und dann sind wir da. Geht man halt mal ein bisschen nachts wandern mit dem Sturmgewehr. Und dann habe ich gerade eben überlegt, bei GTA würde das sogar Sinn machen. Weil bei GTA, fragt mich nicht warum, aber bei GTA habe ich teilweise Parts. Da haben wir den einen Let's Play Part, der hat seine normalen, keine Ahnung, 5.000, 6.000, 7.000 Klicks oder sowas. Und dann hat der nächste Part, also jetzt ältere Parts, die schon ein bisschen länger online sind, plötzlich 50.000 Klicks. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil Titten im Thumbnail sind oder keine Ahnung was. Aber manchmal kriegen einzelne GTA Parts irgendwie sehr viele Klicks, gerade auch beim PS3 Let's Play noch. Da sind manche Parts mit sonst wie viel 100.000 Klicks und andere haben ganz normal 10.000 oder so. Und dann macht es ja Sinn, weil dann hat man ja sehr viele Zuschauer, die richtig random einfach mittendrin mal einschalten, ohne die Parts vorher gesehen zu haben. Und da macht es ja dann Sinn, wenn man nochmal erzählt, beim letzten Mal haben wir das und das gemacht. Ist mir nur gerade so aufgefallen. So, jetzt sind wir auch theoretisch da. Aber theoretisch auch nicht, weil ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war auch der Berg, wo ich damals schon Probleme hatte. Ich glaube, wir müssen sogar hier noch einmal rum. Weil da muss man erstmal hochkommen. Ey, das ist aber auch hier ein Gewandere. Ich latsche jetzt hier schon ein paar Minuten durch die Pampa. Und komme nicht dahin, wo ich hin will. Ich will eigentlich nur den Fallschirmsprung machen. Vor allem das Blöde ist ja auch, dass wir zu Fuß unterwegs sind. Dadurch sind wir so ein bisschen behindert in unserer Fortbewegungsmöglichkeiten. Hör mal, irgendwie bin ich jetzt blöd oder was? Wo soll das denn sein? Ich gehe mal hier lang. Ich glaube schon, dass ich da oben auf den Berg drauf muss. Aber es ist mir noch ein Ach so, guck mal hier. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist doch schon mal ein Anfang des Sanchez. Damit können wir doch schon mal was anfangen. Jetzt wollen wir hier irgendwie den Berg hochkommen. Und ich weiß ganz genau, dass ich damals bei diesem Berg hier schon Probleme hatte und nicht wusste, von wo ich da wie drauf komme. Aber ich meine, damals hätte ich es einfach auf diese Art und Weise versucht, nämlich
grandios einfach mit dem Moped hochfahren. Und genau das versuche ich jetzt auch wieder. Ich weiß auch nicht, ob es damals erfolgreich war. Ich habe ja den falschen Sprung auf jeden Fall gemacht. Insofern irgendwie bin ich hochgekommen. Und es scheint tatsächlich erfolgreich zu sein. Allerdings weiß ich nicht, ob das die gedachte Art und Weise auch ist. Naja. So. Moment, Moment, Moment. Doch, wir sind aber richtig hier, ne? Ja, ja, wir sind hier richtig. Und ich glaube, wir müssen sogar mit dem Motorrad runterspringen. Ich speichere mal. Wer weiß, wenn ich jetzt irgendwie sterbe auf mysteriöse Art und Weise, dann komme ich hier wieder hin und muss den Weg nicht suchen. So, okay, falsch im Sprung starten. Und ich trinke mal was von meinem Kaffee, dann noch habe ich ihn nicht vergessen. Boah, ist aber noch gut heiß. So, den okay, Bach runter. Spring von der Klippe und fliege mit dem Fallschirm durch die Kontrollpunkte. Ach so, ja gut, da steht halt jetzt ein Motorrad. Das ist natürlich echt verlockend, das Motorrad zu nehmen. Hör mal, diese Fliege, ne? Ich meine, der Raum hier hat bestimmt, keine Ahnung, kann das nicht schätzen, 20 Quadratmeter oder so. Aber irgendwie interessiert sich die Fliege nur für meine 3 Quadratmeter hier am Schreibtisch. Fick dich. So, okay. Wir wollen hier runterspringen. Jetzt überlege ich gerade, wie gesagt, Motorrad. Nee, komm, das ist blöd mit dem Motorrad. Aber wir fliegen einfach mit dem Fallschirm da durch. Oh mein Gott. Oh, ich habe ihn noch bekommen. Ich habe ihn noch bekommen. Ich habe ihn noch bekommen. Das war knapp. Ich habe echt gedacht, über den fliege ich drüber. Aber wir kriegen ja sogar Kohle, wenn wir die Dinger nehmen. So, und jetzt wollen wir hier noch ganz sanft landen. Am besten schön mittig. Schön mittig. Und Batz, der war echt in Ordnung. 300 gibt's. Und Bonus für alle Kontrollpunkte, 2 von 2, Landegenauigkeit 100% und wir kriegen $360. Also, ganz ehrlich, fürs Geld macht man es nicht, weil das ist schäbig, was man dafür kriegt. Dafür, dass man hier sein Leben riskiert. Also, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht. Und ich meine, wir müssten die auch machen für die 100%. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und es hatten auch schon Leute kommentiert unter dem letzten Part, ob man das braucht oder nicht. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Also, ich habe gesehen, dass irgendwer was dazu kommentiert hat. Ach, guck mal, da oben ist ein Heli. Dann können wir da doch direkt den auch noch machen, der ist ja jetzt hier in der Nähe und dann haben wir die drei schon mal fertig und dann machen wir was anderes. Einfach, ihr wisst ja, was meine Politik ist, wie wir das Spiel angehen und dass wir so ein bisschen Misch haben und dann haben wir wieder ein bisschen was hier gemacht, fallschirmsprungmäßig und dann schauen wir mal. Hauptstory würde ich sagen, machen wir jetzt noch nicht weiter, sondern machen erstmal noch irgendwie was, keine Ahnung, schreiben uns mit, ey diese Fliege, ich würde es am liebsten einfach nur klatschen, schreiben uns mit Michael vielleicht mal beim Epsilon-Programm ein oder so, das dauert ja eh ein bisschen, bis man dann da wirklich mal loslegen kann, glaube ich. Aber, hey, ja. Mr. Conservative, as it's you, I'm gonna take us up extra high. So, ich würde sagen, wir starten den Fallschirmsprung hier mit Dom. Das ist dann Nummer 3 oder 4 oder sowas. So, da sind wir auch schon. Den Berg reiten. Okay, dann würde ich sagen, wir springen. Tschuuu! Und wir wollen am besten direkt den Fallschirm ziehen, denn wir müssen hier durch die Checkpoints. Und da der erste Checkpoint hier schon relativ nah war, habe ich direkt mal den Fallschirm gezogen. Weil sonst hätten wir das nicht, sonst hätten wir den nicht bekommen. Oh, da unten ist aber 14 Kudu. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Die haben es irgendwie nicht gerne, wenn die unidentifizierbare Flugobjekte auf ihren Radaren sehen, weil dann, ja, ich weiß nicht, dann juckt es denen im Flakfinger sozusagen. Und dann, dann feuern die auch schon mal Luftabwehrraketen, auch wenn die nicht wissen, was da fliegt. Und wenn es nur ein Vogel ist oder was, dann wird da eine ordentliche Rakete reingejagt. Ne? Sicher ist sicher, tot ist tot, ja. Der Vogel, wenn der tot ist, juckt nicht. Und wenn man dann schlimmstenfalls einen Terroristen weggeballert hat, dann ist immer gut. Das ist so deren Politik, würde ich sagen. Übrigens ein sehr schöner Fallschirm. Schön regenbogenbunt. So, da ist der nächste Checkpoint. Kriegen wir den auch noch? Ja, ne? Kann man eigentlich Fallschirm fliegen in der Oh ja, kann man. Oh, das sieht ja gar nicht schlecht aus hier. Ich weiß nur nicht, ob ich die Checkpoints damit kriegen würde. Deswegen gehe ich mal lieber wieder in diese Perspektive. Bisher habe ich alle bekommen. Der war jetzt gerade knapp. Manchmal sieht das so aus, als wäre der näher dran, als er ist. Der ist dann manchmal doch ein bisschen weiter weg noch. Also unter einem. Und man denkt, man wäre schon nah dran. Und man will halt auch nicht zu tief fliegen, weil wenn man halt runter herfliegt, also hoch kommt man nicht mehr gut, runter kommt man eher noch, aber hoch, Höhe, neue Höhe gewinnen ist schwieriger, als runterkommen. So, da ist noch einer, da unten ist noch einer und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch hier. Und dann haben wir die drei ja schon mal geschafft. So, wir reiten den Berg, genau wie es in der Mission auch drin steht sozusagen. Am besten aber nur ohne Kontakt, also ein Non-Kontakt, ein ohne Kontakt-Ritt. Denn an der Felswand langklatschen, das wäre nicht so meins. Da muss ich immer, wenn ich jetzt hier so an den Bergen langleite, muss ich immer dran denken, also dieses Wingsuiten, ja, dass man so einen Anzug hat und damit am Berg lang fliegt.
übertrieben gefährlich. Kann niemand machen, der noch irgendwie Familie oder Anhängsel hat oder irgendwie an seinem Leben hängt. Aber es sieht so aus, als würde das so verdammt viel Spaß machen. Kennt ihr bestimmt diese Anzüge und dann fliegt man quasi wirklich ohne Fallschirm am Berg entlang. Es sieht so geil aus und ich glaube, es muss richtig Bock machen. Das ist, glaube ich, so das Gefühl vom Fliegen. Noch viel krasser als Fallschirmspringen und all sowas. Wir haben übrigens das gut gemacht hier. $510 gibt's. Aber wie gesagt, es ist todesgefährlich und da sterben auch ständig Leute. Auch Profis sterben da immer wieder. Ein bisschen eine falsche Windböe und du klatschst halt in den Fels, statt an ihm vorbeizufliegen. Und deswegen, aber wenn ich ein zweites Leben hätte, würde ich das auf jeden Fall gerne machen wollen. Wingsuit sieht so dermaßen geil aus. Schade, dass das so gefährlich ist. Manchmal sind die schönsten Dinge im Leben auch gefährlich. Und man sagt ja gut, no risk, no fun. Natürlich, manchmal muss man eben auch Risiken eingehen, um ein bisschen Spaß zu haben und so. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu krass. So, Trevor treibt sich hier wieder im Stripclub rum. Das ist natürlich so, wir müssen auch einen, ja, Shaker da in Po. Wir müssen auch einen persönlichen Lapdance kriegen für die 100%. Okay, erstmal ruft uns eine unbekannte Nummer an. Hello. Oh, ist sie das? It's me. I shouldn't have called. Patricia! Mrs. Madrazo! Hey! Are you behaving, Trevor? Oh, yeah, sure. Patricia, I really miss you. A time together. It was very important. I have to go. If you like okay, wir haben jetzt ein... You'll love me in the back. Oh, das ist aber eindeutig eine Transe. Das ist eindeutig ein Kerl. Aber gut, Trevor hat ja so seine Eigenarten. Jedenfalls, wir müssen ja einen Lapdance nehmen. Und für die 100%. Ich muss das aber leider zensieren. YouTube ist da sehr streng, was Brüste angeht. Insofern entweder schneide ich es raus, aber manche lassen es drin, ich weiß, aber man darf es nicht. Brüste auf YouTube sind nicht erlaubt. Also haben wir jetzt hier den Kerl, der für uns tanzt. Flirte mit der Tänzerin und berühre sie, um ihre Sympathieanzeige zu erhöhen. Also ich werde das wahrscheinlich einfach schwarz machen oder keine Ahnung was oder reinzoomen oder so. Weil das dürfen wir nicht. Aber achte darauf, dass der Rauschmeister nicht sieht, wie du sie begrapschst oder du fliegst raus. You like the way I pop it, baby? Hör mal, diese männliche Stimme macht mich echt nicht so geil, muss ich sagen. Okay, wir können flirten. Who knew silicone and desperation could be so damn alluring? Man sieht auch einfach im Gesicht übelst, dass es eigentlich ein Kerl ist. Na gut. Ich meine, der Trevor hat halt so seinen Geschmack, ja, so seinen eigenen. Und dem macht das, glaube ich, nichts. Wir können die Tänzerin berühren, aber wir sollen aufpassen, dass uns nicht der... Dass uns nicht der Rausschmeißer sieht, sonst schmeißt er uns raus und macht seinen Job, der Rausschmeißer, indem er uns rausschmeißt. Oh, du kommst mir aber jetzt ziemlich nah, junge Frau, junger Mann. Okay, jetzt sieht mich gerade der Rausschmeißer. Ich hab nicht angefasst. Keine Finger, no touching, alles gut. Alles gut. You like the way I bounce? Ja, du bounced super. Mach mal hier, flirten wir mal ein bisschen hier. My God, you're really something. Ja, ein Kerl. Übrigens jetzt nicht euch wundern, das wirkt jetzt wahrscheinlich sehr komisch und ich kann euch auch sagen, warum das komisch wirkt, weil keine Musik drin ist. Normalerweise wird hier im Stripclub natürlich irgendwelche... Ich hab sie nicht angefasst, ihn nicht angefasst. Alles gut. Kannst wieder deinen Job machen gehen. Tschö. Hier läuft auch normalerweise Musik halt, die dann passend dazu ist, zu dem Strip und so, aber das ist ja auf YouTube so eine Sache, deswegen habe ich die Musik ja aus, wisst ihr? Und deswegen sieht das jetzt ein bisschen, oder klingt das ein bisschen komisch oder wirkt ein bisschen komisch, weil es so still ist. So, ich glaube, wir haben genug geflirtet und getouched, wobei, die Sympathieanzeige können wir eigentlich noch voll machen, bei Peach. Wir flirten noch ein bisschen und jedes Mal kommt der Türsteher, weißt du? Ich krapsch doch nur ein bisschen, ich bezahle ja auch dafür, meine Güte. Und jedes Mal kommt der alte Sack vorbei, guck mal, wie er hier reinguckt. Eigentlich sollte der Vorhang auch zu sein, junger Mann. Ja, ich hab hier bezahlt für eine Dienstleistung, du brauchst hier gar nicht so gucken. So, erstmal touchen wir das. Also wir können auch mit der Kamera uns hier bewegen, aber ich sehe sowieso gerade nur noch Brüste und nur noch Nippel. Insofern muss ich wahrscheinlich alles schwarz machen. Oder ich überspringe das eh so ein bisschen. My mother was a stripper once. Ich grapsche jetzt gerade eigentlich, ich habe nicht angefangen, ich grapsche jetzt eigentlich nur und flirte nur noch, um hier den Balken mal unten rechts voll zu kriegen, aber das dauert natürlich ein bisschen. Tanz für mich, Transe, ich glaube, so nenne ich den Part, ey. Und dann müsste man eigentlich noch Brüste in den Thumbnail packen, aber das darf man ja nicht. Das darf man nicht, also beziehungsweise YouTube ist eine amerikanische Website und die Amerikaner sind ganz komisch, was solche Sachen angeht. Gewalt ist komplett kein Thema. Du kannst foltern, du kannst alles machen, ja. Gewalt, da sind die vollkommen locker. Bei Videospielen auch und sonst wie. Aber Brüste oder Nacktheit oder Sex, ganz schwieriges Thema.
da sind wir wieder ein bisschen anders in Deutschland. Da haben wir nicht so viel Probleme mit. Dafür haben wir eher Probleme mit Gewalt irgendwie. Also das ist überall anders, aber die Amerikaner jedenfalls. Nippel auf YouTube nicht erlaubt. Ist in Ordnung, wenn man educational Videos hat. Also es gibt so ein paar, auf YouTube gibt es so ein paar Lernvideos, zum Beispiel für Ärzte und so, ne? Da gibt es dann so nackte Sachen schon auf YouTube, aber das sind dann eben so Erziehungs- oder so Lernvideos. Da ist das dann wieder erlaubt, aber bei anderen Videos sind ist Nacktheit komplett strengstens verboten. Und deswegen müssen wir Let's Player das, ja, ich will noch mehr, weil ich hab's noch nicht voll. Deswegen müssen wir Let's Player das immer beachten bei Videospielen, dass wir da die Brüste rausschneiden, weil sonst könnte es Probleme geben. So, und jetzt habe ich euch ein bisschen was über die Tittenregeln auf YouTube erzählt und jetzt sind wir auch gleich mit der Sympathie voll und ich hoffe, dass wir ihn oder sie oder es dann mit nach Hause nehmen können oder wie auch immer. Hauptsache Patricia hat angerufen und Trevor sagt, ja, ich war artig, während er in einem Stripclub ist. Danach lässt er sich ein Lapdance geben von einer Man-Whore, aber der Sympathiebalken ist jedenfalls voll. So, also ich kann immer noch berühren, ich kann immer noch flirten, aber da ansonsten kommt hier jetzt nichts mehr. Insofern vermute ich mal, dass wir hier soweit irgendwie fertig sind. So, also jedenfalls den Lapdance haben wir bekommen. Und jetzt können wir mit Peach nach Hause gehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Peach schläft nicht mit jedem. Was? Ich habe die Sympathie voll gemacht, mein junger Herr. Das ist frech. Na gut, dann habe ich den Falschen erwischt. Das ist frech. Also jetzt habe ich extra hier schön getouched und geflirtet. Und jetzt darf ich ihn nicht mit nach Hause nehmen. Na gut, da müssen wir uns da irgendwann nochmal eine andere suchen, weil wir müssen auf jeden Fall jemanden mit nach Hause nehmen für die 100%. Aber zumindest den Lapdance haben wir schon mal bekommen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch raus. Ich werde da ein bisschen was schneiden. Alleine schon die Titten, aber dann auch halt so ein bisschen in der Länge. Insofern haben wir vielleicht noch ein paar Minütchen. Und wir holen uns jetzt erstmal eine Sache will ich noch machen. Die wollte ich schon die ganze Zeit machen, ist nicht sonderlich spannend, aber ich muss mal Trevors Auto tunen. Der gefällt mir einfach nicht. Ich hatte den damals in so einem Anthrazit orange getunt. Und wir könnten natürlich auch, beziehungsweise ich glaube, ich habe da mit Trevor ein Oracle gekauft, ne? Warte mal, wie viel Kohle haben wir eigentlich mit ihm? 800.000, na gut, das ist jetzt noch nicht so viel. Da müssten wir noch warten, bis er mal ein bisschen mehr Kohle rankriegt, damit wir mit ihm was Ordentliches kaufen können. Nee, komm, dann machen wir noch was anderes. Ich wollte jetzt eigentlich den Wagen hier tunen, aber wir können stattdessen noch eine Rampage machen. Also, wo Trevor ausrastet und alles killt. Dann machen wir das noch, weil es jetzt gerade in der Nähe ist und dann sind wir durch. Dann haben wir in dem paar tolle Sachen gemacht. Wir sind durch die Gegend gewandert, haben uns einen Lapdance von einem Mann gegönnt und haben Leute getötet. Das ist GTA, würde ich sagen. So, wir speichern mal noch eben. Und mein Kaffee, ich hab an meinen Kaffee gedacht. Er ist tatsächlich leer. Ich habe tatsächlich an den Kaffee gedacht. Also, ich habe ihn nicht stehen lassen und muss gleich keinen kalten Kaffee trinken. Kalter Kaffee ist auch einfach eklig. So, hier haben wir Rampage und da würde ich sagen, machen wir das noch und dann ist gut. Achso, dann würde ich aber auf die Ego-Perspektive wechseln und... Nee, aber nicht mit der Waffe. Nehmen wir doch einfach die AK, wobei die ist natürlich wieder so eine andere Sache. Warte mal, haben wir noch Sturm-MP? Ja, nehmen wir das Sturm-MP. So, schauen wir mal, was die beiden Jungs hier für uns haben. So, look at the ruhige. Hey, ese, que onda? You say amigo? Where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist. And before you fucking ask, chill, home, chill. No, I'm not a motherfucker. So, Trevor rastet aus, obwohl die gar nichts gesagt oder gemacht haben. Ach so, nee, jetzt. Ah, ich muss jetzt eben die Uzi hier nehmen. Insofern kann ich gar nicht auswählen. Na gut, dann ist ja egal. Dann nehmen wir jetzt hier die Ghetto-Waffe sozusagen und ballern die alle weg. Aber warte mal, ich habe auch Granaten, ne? Huch! Oh shit! Ich habe die einfach mal vor meine Schnauze geschmissen. Einfach vor mich hingelegt. Trevor ist ein cold-ass Motherfucker. So, wir ballern einfach alles weg, was sich hier bewegt oder auch nicht mehr bewegt oder wie auch immer, ist mir auch egal. Wir ballern einfach alles weg. So, einmal nachladen. Jetzt sehe ich. Ach so, da oben auf dem Dach. Ich habe die gar nicht gesehen da oben. Moment. Ich habe hier für euch was Besonderes, nämlich Granaten. Ach guck mal, da kommen die mit dem Cadillac. Na gut, auch das können wir weghauen. Wow, hat er jetzt hier die Granate abbekommen oder was? Oder ist er gestolpert? So, dann steht da einer auf dem Dach. Den habe ich erst nicht gesehen. Da kam noch einer, da ist noch einer.
Da ist noch einer auf dem Dach, beziehungsweise da waren zwei auf dem Dach. Okay, wie lange haben wir noch? Und wie viele müssen wir noch? Ich kann jetzt gerade nicht nachgucken. Ich muss Leute töten. Ich versuche halt die Headshots zu geben. Das gibt ja auch dann dieses wunderschöne Geräusch hier. Und er schmeißt uns mit Granaten ab. Nee, mit Molotow-Cocktails schmeißen die. Das sind nicht mal Granaten. Die schmeißen mit Molotow-Cocktails, die blöden Bastarde. Schaut sie euch an. So. Machen wir noch einmal ein bisschen Rampage hier und dann sind wir auch schon durch hier. So, und da war nochmal ein Molotow-Cocktail. Ich habe jetzt 41 gekillt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber wir haben es zumindest überlebt. Insofern, denke ich einfach mal, das war in Ordnung. So, wir haben es geschafft. Randale mit den Vargas. Und wir haben geholt, 41, ich hätte 45 killen müssen. Schade, aber der Rest war in Ordnung, Granatenkills und sowas alles. Okay, das war doch mal wieder amüsant, schön ein paar, das ist ja hier so ein Cadillac Escalade von vorne, oder? Von hinten wahrscheinlich auch. Wobei die Autos ja meistens Mischmasch sind, aus verschiedenen Modellen. So, hier ist jedenfalls ein kleiner Leichenteppich im Ghetto, aber die haben mich auch provoziert. So, und damit würde ich sagen, war mal wieder ein netter Part mit euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Sonntag. Sorry, dass die letzte Woche wieder nur ein Part oder sowas kam. Ich hoffe, dass ich diese Woche zu mehr komme. Es macht mir eigentlich Bock. Ich hatte zumindest bei diesem Part hier wieder Spaß mit euch. Und ich hoffe, ich habe euch nicht so viel Blödsinn erzählt. Aber ihr wisst ja, so bin ich halt. Bis zum nächsten Mal bei GTA 5. Euer Walle. Bis dahin. Bye, bye. Und ich finde, man hat jetzt gerade schön gesehen, wie hier die Sonnenreflexion. Ihr müsst aufs Dach achten, wie die Sonne sich reflektiert. Und wenn man rumwandert, wie man das sieht jetzt hier. Seht ihr das, wie die Sonne darüber geht? Oh, herrlich. Herrlich. Und dann haben wir diese Scheinwerfer. So, jetzt sind wir wieder bei dieser, ich wollte schon sagen Arche, bei dieser Basisstation. Und jetzt